das da essen. Und wenn wir dann erst tatsächlich spielen würden und erst um 5 Uhr morgens nachdenken. Sonst hinten spielen, Junge. Wir nach hinten. Lüger, hol ihn da zurück. Hol ihn den Schirr zurück. Der soll hinten spielen. Komm, stell mal zu, da stell mal drauf. Geh mal einen vor. Darf nicht über die Mitte. Also als der Schiedsrichter. Werde ich hier aufpassen. Lüger, hier kommt er vielleicht auch noch rüber über die Außen. Hier ist er, hier ist er. Hey! Hey, Frank, darf er, Frank braucht da gar nicht mit. Komm, wechseln. Schön. Und Bernardo, klasse. Klasse, Jungs. Mal ruhig und spielen. Spielen, spielen, spielen. Ja, Jungs, weiter, komm. Nicht quatschen, weiter. Genau. So, Liga, geh mit vor, Junge. Lass den Schwirsch da hinten stehen. Der hat gestern schon nur vorne gespielt. Mit Abstand der Älteste hier, der darf das.
Er ist über, Lüger ist über 50, der darf das. Ah, ja, Junge, das ist die Erfahrung, die dir da fehlt. Ja, habe ich schon gesehen. Ah, scheiße, Lüger! Links rüber! Bring die ruhig, Mann. Junge, Junge, schönes Ding, Jörg. Bringt Zeit, das ist gut. Mach mal, los! Da braucht Frank normalerweise gar nicht mit. Aber Frank, du hast 30 Minuten, wo du Vollgas geben kannst. Du brauchst ihn schon. Wenn ich komme. Schön. Gelbe ist hinter dir, pass auf. Gelbe! Pass auf, da hinter dir! Vorschieben, 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 aufnehmen und vorschieben. Los, raus. Doppel, doppel, doppel. Gut. Gut, Frank, sehr gut. Vier kommt. Drei. Ah, nee, zwei ist raus. Zwei ist raus. Schiri, zwei raus, vier rein. Bleib hier. Guck mal, das ist, bleib hier, Frank. Bleib hier, das brauchst du nicht. Thank you.
Winkel durch. Gut. Svenne, bleib da, Svenne, bleib da. Nein, das ist zu schwer. Viel zu schwer. Viel zu schwer. Weiter! Komm, Peter! Komm über Peter raus da! Komm, lauf, guck mal hier, Svenne! Komm, spiel! Gut! Nicht alle! Nicht alle auflösen! Weiter! Komm, einer vor das Tor! Komm, links und rechts vor das Tor! Bernardo, weiter links! Hallo! So, einer muss raus da noch, einer raus! Wie immer, oder? Wieso? Geht doch. Wir werden immer besser. Bei einem 4-0. Na. Man macht doch keiner mit. Kommt doch mit. 1 zu Dortmund. 1 zu Dortmund? Ja. Jawohl, wer? Freddy, 1 zu Dortmund, Junge. Axel, komm schon. Mach ich den Ton aus? Nein. Warum soll ich den Ton ausmachen? Dann hören Sie mich. Ja. Das klappt. Ist das schlimm? Nö. Frank, weiter, Frank. Gut so. Oh. Gut. Tja. Das ist echt nur. Konnte selbst Frank nicht mehr daneben machen. Ja, aber so, wir würden, glaube ich, ein Tor schießen. Ich habe das Gefühl. Michael, geh mal ruhig ein bisschen weiter in die Mitte rein. Versteht er mich nicht? Keine Ahnung. Oh. Leute, was ist denn das? Das ist schlimm. Rechts fehlt einer. Komm mal einer hin. Komm mal dahinter. Ohne Absätze. Mhm. Oh, ich dachte, warum macht er nicht? Na, Hake nach hinten, hinter ihm stand genau einer. Stell ich mir gerade echt doof vor. Aber lustig, ne? Ja, eben. Also, bei uns wäre es, glaube ich, im Moment noch nicht ganz so. Wir wären jetzt, glaube ich, bei dem 2 bis 3-0. Oh, Wembley. Drauf gehen. Die sind jetzt auch völlig dabei, die Idee des Fußballs zu zerstören. Die wollen jetzt in die Bälle Implantate oder Sensoren einpflanzen und dann den Pfosten und jetzt auch Implantate ein oder Sensoren pflanzen, damit man genau, wenn es so eine Art Wembley-Tor gibt, dass man genau sagen kann, nein, der war nicht drin. Der Schiedsrichter kriegt dann ein Signal, ein grünes oder ein rotes Signal. Nein, rot war nicht drin. Grün, ja, der war drin. Wäre echt mal praktisch. Oh, ey Leute. Jetzt verstehe ich, warum das Altliga heißt. Macht die Jungs nicht so schlecht. Die geben alles hier. Ja, das sehe ich bei der 14 eher nicht so. Tut mir leid. Zum Ball muss man auch laufen. Los, Axel! Habt ihr Freistoß oder wie?
auch. Wobei, jetzt verstehe ich. Komm. Alkoholfrei. Mach mal, Jenny. Geht mal mit zu. Oh, viel zu weit. Schade, war aber gut. Nee, der war schon... Da hätte was draus werden können, auf jeden Fall. Kennst du alle Spiele hier? Ja, ein bisschen. Ja, aber in den Steinbein sitzt natürlich auch jeder Pass, ne? Also. Bleib mal drauf wieder. Bleib mal drauf. Schigi, bist du einmal für Lüger? Einmal mit Lüger tauschen, Schigi. Schigi, einmal mit Lüger gleich tauschen. Ja. Schigi, wechseln wieder nochmal. Alles gut. Danke, ich keine Lust mit. Okay, klasse. So wird gespielt, Bernardo. Seine gut, Frank gut. Wollten wir eigentlich mal gegeneinander spielen? War da nicht irgendwas? Ein Liga gegen Ziehung oder so? Ich weiß nicht. Wäre ja mal eine Lösung. Dann könnten wir uns mal mit der Liga messen. Hattet ihr doch gesagt, oder nicht? Könnten wir mal machen. Nur wir haben ja nur keinen Trainer Barzi mitspielen muss. Oder könnte. Aber... Naja, vielleicht nächstes Jahr. Jetzt ist das Wetter hier geschlossen. Ja, aber einmal könnten wir, glaube ich, noch. Ich würde das mal Axel gleich vorschlagen in der Halbzeit. Das wäre eine ganz gute Idee. Der Vorteil von denen ist natürlich... gegen uns, wenn, die wären erstens dreimal schneller als wir. Och. Dafür sind sie aber nicht so flexibel und schnell. Auf die Dauer, meine ich. Hm, Michael ist ganz gut, mein neuer. Ja, Kai fand ich immer ganz toll, Torwart. Den fand ich immer ganz cool. Mit dem verstehe ich mich auch ganz gut. Kann man auch gut reden. Aber diese Altliga-Spiele, die finden irgendwie für mich völlig im Dunkeln statt. Als wenn da kaum einer von weiß. Wenn Lamin davon nicht erzählt hätte, dann weiß keiner davon. Mhm. Was machst du dann mit den Aufnahmen? Willkommen bei YouTube. Hast du die noch nie gesehen? Nö. War? Nö. Ach, das gibt's nicht. War traurig. Tut mir leid. Ich bin nicht der absolute YouTuber. Mhm. Ich spiele viel mehr Billard. Scharfschützenspiele. Mhm. Das soll jetzt nicht so wirken, als wäre ich der absolute Killer in meiner Familie, aber ich spiele gerne Scharfschützenspiele. Okay. Ja, aber wenn ich nicht zu Hause festsitzen würde und das Material und das Geld hätte, würde ich jetzt sofort nach Steinhude fahren und würde Windsurfen gehen. In Steinhude ist nämlich im Moment richtig gutes Wetter. Und rüber. Die haben abends noch richtig gutes Wetter. Die haben abends um diese Zeit noch Windstärke 6. Mhm. Die haben über den Tag Windstärke 8, 9. Das soll im Moment richtig gut sein. Mein Lehrer hat mich schon eingeladen, einmal mitzufahren. Ich bin am Ende der 8. Klasse bin ich einmal mit, also das war so eine Art AG. Und dann konnte man sich da anmelden und dann sind wir auf einem Freitagmorgen, Schulausfall für uns, 2,5 Stunden Fahrrad gefahren nach Mardorf. Langweilig, ne? Und dann ist das so lustig. Hinten rein, rechts raus, ja. Weiter noch.
Oh, angeschossen. Bleib draußen, Laschini. Nicht alle in die Mitte ziehen. Ein Tor. Ja, ne? Ich glaube, ich würde mich selber nicht mehr so ziehen. Komm auseinander, auseinander! Auseinander! Nicht ab, nicht ab! Oh nein! Ja, sag's doch, komm, heute! Vornehmen! Vornehmen! Leck mich doch alle am Arsch, ey! Hier, komm! Hier rauf! Axel! Ja, Axel! Rüger, Rüger, bleib doppeln! Wechseln! Der spielt sowas! Ja! Ey. Mann! So, in der Mitte, Mitte und er spielt nach vorne. Weiter. Sehr gut, Lüger. Sven! Den haben sie noch, stehen sie alleine vor. Komm, schieben! Jawohl! Oh, am falschen Saufweg! Komm, mach's doch, komm! Frank, spiele! Ja, quer! Oh, noch schneller! Rechts raus.
raus, rechts raus. Und hier wieder, Berdi. Frank, bleib außen, bleib außen. Gut so. Jens, komm mal ruhig mit zurück. Hier. Komm, mach mit, Berdi. Jetzt muss er gehen. Komm weiter, jetzt Vollgas. Jo, bleib hier, bleib hier. So, Frank, komm, noch eine gute Aktion hier. Hol dir ab. Schön. Komm, Bernardo. Ja. Tor Nummer 6. Ich wollte wohl in Wetter eingehen. Wenn es vorher hat, noch 15:0 steht, kriege ich eine Cola. Oh. Ausspielen, ausspielen, ausspielen. Rüberkopf. Schön. Peter, schieb einen auf, Peter. Schieb einen auf. Wir haben gleich Halbzeit. Noch 11? Wie lange ist ein Hofertsch oder GE spielt 40 Minuten? Jetzt, komm schon. Ja, jetzt habe ich dich. Nein. Okay. Hast du mich erwischt? Und ab die Post. Komm! Haben wir noch? Was soll das? Fehlpass! Einfach ein sturer Fehlpass! Axel, kurze Pässe! Okay, nicht sowas! Bringt nichts! Hast du mal gesehen, dass einer entgegenkommt oder was, Trainer? Stimmt. Ja, ich allerdings auch. Wenn bei du trainierst die? Ich sag da mal nichts zu. Ja, du bist Trainer. Keine Bange, das macht dir keiner Vorwürfe. Es sind die schon Fehlpässe. Wenn keiner entgegenkommt. Wie lange spielt die Altliga jetzt schon? Du stellst ganz schön viele Fragen dafür, dass du noch nicht so alt bist. Ich darf Fragen stellen. 3 Minuten 30 nicht. So. Sag ihm mal, kurz ein bisschen stehen. Wie steht's denn? 1-0 Dortmund.